Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schon wieder gefangen. Nein. In einem weiteren Escape Room. Okay. Okay, Leute. Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Das ist die große Frage. Doch zuvor, dies hier ist ein Escape Room. Das bedeutet, denn wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und es selbst ausprobieren möchtet, nutzt den Download-Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, der euch zur Verfügung gestellt wurde von unserem Einsender, und zwar GigaLP. GigaLP hat nämlich eingesendet den kleinen Escape Room ohne Beschreibung, aber immerhin mit Download-Link. Wunderschön. Und diesen Download-Link könnt ihr auch nutzen, genauso wie ich, um diese Welt zu bekommen. Ja, und ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Ich habe euch gewarnt, aber jetzt wird gespoilert, denn nun heißt es für mich, diesen Escape Room zu bezwingen oder zu gucken, ob ich scheitern werde, wie beim letzten. Infos. Ich habe diese Map komplett alleine gebaut und habe dafür circa 2 Stunden gebraucht. Okay? Dies ist nur ein kleiner Escape Room. Hoffe trotzdem, es gefällt dir. Solltest du die Map durchgespielt haben, landest du wieder hier am Spawn. Das heißt, da oben werden wir höchstwahrscheinlich wieder runterdroppen. Regeln. Nicht abbauen, nicht platzieren. Bitte im Survival-Mode spielen. Bitte Anweisungen auf den Schildern folgen. Okay, dann drücken wir auf Start und es geht los. Wir befinden uns mit einem leichten Blindness-Effekt hier im Raum und los geht's. Das ist ja der Escape Room und hier müssen wir jetzt versuchen herauszukommen. Also, kurze Sachlage. Wir sind eingeschlossen im Raum. Uns tickt die Uhrzeit, denn 20 Minuten nehme ich mir ja meistens für diese Escape Rooms. Wir sehen ganz, ganz viele Bilder. Ich darf nichts abbauen, nichts kaputt machen. Also ist die erste Vermutung meinerseits, dass ich hinter eines der Bilder eine Tür findet. Ja, wir sind wahrscheinlich haben wir eine Druckplatte. Ich werde jetzt die Sounds hochdrehen, um zu hören, was passiert. Das dachte ich mir, dass das schon zu einfach ist. Können wir da nicht hinspringen? Okay, es geht, glaube ich, nicht, oder? Vielleicht geht es ja doch. Ah, ich weiß nicht, es triggert mich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es schaffbar ist. Ich glaube nicht, dass es schaffbar ist. Nein, es ist bestimmt nicht schaffbar. Also es ist cool, dass die aufmacht, aber es ist nicht schaffbar. Okay, Notenblöcke. Alles klar, das hat was gemacht. Der macht nichts. Moment, was? Hallo? Notausgang. Okay, ich habe ein Armor-Stand wurde da drauf gesetzt. Okay, die Tür ist schon mal auf. Okay, da passiert nichts. Ein Armor-Stand hat sich jetzt hier draufgestellt. Also die Tür bleibt schon mal auf. Ich weiß nicht, ob der Notausgang genau das ist, was ich brauche. Ich glaube, da möchte ich hin. Jetzt habe ich ein Stückchen Holle. Die Frage ist, hat sich vielleicht hier noch eine andere Tür geöffnet? Nein. Also werfe ich mal das hier rein. Nutz mich klug. Nicht platzieren. Oh, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Warte, bis er ganz leer ist. Okay, ich verstehe die Technik. Was nun? Hat sich hier eine Tür geöffnet? Nein. Wir haben jetzt ein paar Blätter bekommen. Können wir die hier reinwerfen? Nein. Wir dürfen nichts platzieren und nichts bauen. Ne? Das war ja die Regel. Was machen wir also mit den Blättern? Ich könnte sie platzieren. Aber ich glaube, dass das verboten ist. Was ist, wenn wir die wieder zurück in den Ding tun? Nein. Ah, warte mal. Ich habe noch eine andere Idee. Was ist, wenn ein Gewicht vonnöten ist hier drin? Pass auf. Schade. Ich hätte gedacht, dass das eventuell hier ein Observer dran ist. Ah, was mache ich denn jetzt mit den Blättern? Die Notausgangstür ist noch verschlossen. Viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Ich kann den Knopf nochmal drücken. Dann passiert aber nichts. Ui, diese Minecraft-Geräusche, die plötzlich angefügt werden. Es kann sein, dass eines dieser Schalter
etwas macht und vielleicht tatsächlich, also ich würde wetten, dass hier hinter der Tür ist. Wenn solche Bilder in Minecraft auftreten, muss dahinter eine Tür sein. Habe ich doch gesagt. Okay. Oh je. Oh je. Nein. Nein. Der hat was gemacht. Der nicht. Der nicht. Der nicht. Der auch. Der hat die Tür zugemacht. Haben wir schon geschafft? Nein. Oh doch, Moment, da ist was geöffnet. Da hat sich was geöffnet. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Okay. Waren die anderen Knöpfe... Warte mal kurz. Waren die anderen Knöpfe fake? Jetzt meine Neugierde packt mich doch da gerade. Ich würde gerne wissen, ob die anderen Knöpfe fake waren. Ich könnte mir vorstellen. Ich will zumindest eben gewissert. Nein? Bing. Bong. Ich würde wetten, dass das Ablenkung ist. Dass das gemeine Ablenkung ist und von der Decke ablenken sollte. Gut, jeder Knopf war nun einmal gedrückt. Die Tür ist aber hier noch offen. Okay, also haben wir die Möglichkeit, in die Küche zu kommen. Wir haben Öfen, in denen ist nichts drin. Wir haben einen Schalter, der das Licht hier ausmacht. Das wird bestimmt inne. Tipp, nicht so weit, dass man Knochenmehl bekommt. Nur bis zur Stufe davor. Sonst geht die Technik nicht. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wie weit ist das denn? Ist das schon so weit? Ich glaube, das ist es, oder? Keine Ahnung. Und jetzt? Licht aus? Ist das jetzt schon die Lösung gewesen oder nicht? Ich weiß halt nicht, ab welcher Stufe Knochenmehl kommt. Level 6. Okay. Glück gehabt. Das war richtig. Und hat sich die Tür jetzt geöffnet? Ja! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft. Au. Alter, nice. Okay, das war mal eine kleine, wunderschöne, prägnante und gut funktionierende Map. Also, die hat tatsächlich sehr Spaß gemacht. Die war tatsächlich gar nicht mal so schwer. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, dass solche kleinen Escape Rooms mehr Spaß machen als diese oversized, overfetten, krassen, riesen Escape Rooms, bei denen man einfach auf dem Schlauch steht nach einer Zeit. Das ist ein echt liebevoll eingerichteter Escape Room. Sowas würde ich gerne häufiger sehen. Solche kleinen Escape Rooms mit einfachen Lösungen. Manche Techniken müssen idiotensicher gemacht werden. Also hier zum Beispiel, das hättest du idiotensicher machen können, indem du mir nur so viele Leaves gegeben hättest, dass es gar nicht möglich wäre, daraus Knochenmehl zu bekommen. Oder, was ich gemacht hätte, wäre hier, das hast du aber so oder so gemacht. Das hat er eigentlich schon gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt quasi ein Knochenmehl rausgemacht hätte, dann, okay, gut, das hättest du vielleicht korrigieren müssen, dass man das nicht machen kann oder so. Das gibt auf jeden Fall Lösungen. Was mich noch eben interessiert, ist der Raum hier. Da haben wir irgendwie nur, ja, das ist mies. Boah, wie gemein du bist. Okay, tatsächlich war hier eine ganze Menge Ablenkung. Ich hatte es ja schon gedacht und ich hatte recht gehabt, dass das hier. Okay, dass das eine Ablenkung ist. Und es war eine Ablenkung. Und oben konnte, war es, glaube ich, mal genau, muss man irgendeinen dieser Knöpfe drücken. Die Knöpfe haben Ähnliches bewirkt wie die Schalter hier. Das heißt, wir sehen, die Schalter haben einmal diese Maschinerie aktiviert. Interessant, wie die Schalter umgelegt werden müssen. Das ist, wow. Okay, alles durchdacht hier bei der Map. Und der hat dann das da oben geöffnet. Okay. Und am Anfang der Notenblock, den wir hier uns angeklickt haben, der hat hier den Armor-Stand runterdroppen lassen, damit sich diese Tür öffnete. Und hier müsste noch ein Spender sein. Da ist der Spender. Es ist mutig, den Spender so feuern zu lassen. Sehr mutig. Ah, nee, schon gut. Okay, alles gut. Der Spender droppt hier runter. Lol, ich hätte in den Spender reingucken können. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich hätte in den Spender reingucken können. Interessant. Also, ich hätte vielleicht nur ein Item da reingelegt, damit es nicht die Möglichkeit gibt. Aber alles in allem eine wunderbare, wirklich wunderbare Escape Map. Ich danke dir dafür fürs Einsenden und wow, ich habe es geschafft. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es auch geschafft habt. Natürlich ohne mein Video zu gucken. Und ich glaube, das ist ja dämlich. Moment, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr, das Video bis hierhin zu gucken. Na gut, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr
Es bringt überhaupt nichts, das zu sagen, weil die meisten Leute eh das dann nicht durchgespielt haben werden. Ach egal, vergiss es. So, vergiss es. The Joecraft macht sich mal wieder viel zu viele Gedanken. Also, liebe Leute, macht gut, bis bald und ciao.